Das erste Mittelalterfest in Purkersdorf war ein voller Erfolg. Am Hauptplatz konnte man 2 Tage lang Spielleute, edle Fräulein, Ritterschaukämpfe und Musik genießen und Kulinarik aus einer anderen Zeit erleben. Das erste Mittelalterfest in Purkersdorf, wie ist das zustande gekommen? Naja, der Georg Rakoschi, ein lieber Freund von mir, wohnt in Gablitz, hat es dort einige Male schon ausgerichtet, auch in anderen Orten Österreichs. Und er ist mit der Idee gekommen, sein 20. Fest würde er gerne in Purkersdorf machen. Ich halte das für eine totale super Idee, eine gute Belebung für die Aktivitäten an einem Wochenende und war sehr, sehr einverstanden damit. Und wir haben fast ein Jahr gebraucht, um das alles vorzubereiten und zu organisieren. Aber der Erfolg gibt uns recht. Es gibt von Kampfgruppen mittelalterlichen über Highlander, Ritter verschiedener Orden, jede Menge Gastronomie, auch mittelalterlich natürlich, Stände, Marktstände, die üblichen, mit Lederwaren, Schmuck, wie es halt auch im Mittelalter war. An einem Markt bekommt man alles und da kriegt man auch alles heute. Haben Sie schon ein besonderes Highlight hier gefunden? Irgendwas, was Ihnen besonders zusagt? Was mir gut gefällt, ist, dass Ritterspiele stattfinden, dass für die Kinder ein Programm geboten wird mit dieser Olympiade. Und das sind für mich die Highlights hier auf dem Fest. Meine Rolle ist der Medikus, ein Johanniter vom Johanniterorden, den es ja heute noch gibt mit der Johanniterunfallhilfe. Und so zeige ich auch mein Besteck und mache einen Vortrag darüber, was man im Mittelalter alles so anfangen konnte medizinisch und welche Geräte es gab. Mein Name ist Arnulf, genannt der Schandmaul. Ich bin derjenige, der hier als Herold und Musikus unterwegs ist. Ich spiele mit bis zu 3 Blockflöten gleichzeitig und habe eine laute Stimme für die Ansagen. Woher glauben Sie, kommt diese Faszination? Das geschichtlich haben wir alle in der Schule gelernt, wie es damals zugegangen sein muss. Gruselig, düster, wild. Und das ist schon einmal allein viel Faszination für jedermann, um sich das anzuschauen. Die Kostüme sind sehr, sehr gut gewählt von den Darbietern. Ich bin bis jetzt sehr begeistert. Als kleiner Junge wollten wir alle Ritter sein. Und wie wir größer waren und das erste Mal gesehen haben, ja, dann hat es uns auch gefallen. Und wenn man etwas im Mittelalter macht, also wenn man eine Gruppe eröffnet und so mitmachen will, dann muss man natürlich auch irgendwas getan werden. Und dann überlegt man sich, was man macht. Und dadurch, dass der Johanniter mit Medizin zu tun hat, ja, habe ich halt gerade den Medikus gemacht. Und ja, wie gesagt, die Begeisterung haben wir alle schon als kleine Kinder, wenn wir Ritter sein wollen. Jetzt sind wir Ritter. War das bei Ihnen auch so? Ja, nicht ganz so, weil ich mache das schon seit 1984 und da gab es noch nicht sehr viel. Da haben wir also wirklich von vorne angefangen und es gab noch kein Internet und gar nichts. Das war wie im Mittelalter. Aber es macht sehr viel Spaß. Ich mache das inzwischen seit 2001 hauptberuflich und bringe jetzt das Mittelalter ins Neuland, also ins Internet. Und ist das auch eigentlich eine ganz schöne Sache.